Ich darf Sie also ganz herzlich begrüßen zu unserer Veranstaltungsreihe Nachhaltigkeit, sozial-ökologische Transformation. Mein Name ist Markus Raschke. Ja, das Thema ist ein großes, es stehen große Aufgaben da. Deswegen sind wir ungeduldig und gespannt und haben einen Referenten, der einen spannenden Titel aufgerufen hat. Ich darf Ihnen noch im Namen der gastgebenden Veranstalter ein paar Sätze über Protect the Planet erzählen. Wir heißen Sie gemeinsam mit unseren Partnern hier herzlich willkommen und machen diese Vortragsreihe seit einiger Zeit. Wenn Sie das unterstützen wollen, freuen wir uns auch über eine kleine Spende, die Sie bei uns auf der Homepage niederlassen können. Wir Protect the Planet sind eine kleine NGO in München und Starnberg und eine Initiative der Unternehmerin Dorothea Siktis, die herzlich grüßen lässt. Unsere Vision ist auch eine große: die Klimakrise stoppen und die Welt für künftige Generationen lebenswert halten. Da haben wir schon einige Erfolge gefeiert, mit Raus aus der Steinkohle, mit Rettet die Bienen und den Klimaklagen vor dem Deutschen Verfassungsgericht und vor dem Europäischen Gerichtshof konnten wir auch eine vortragen. Es ist wichtig, dass wir informiert unser Anliegen für mehr Nachhaltigkeit und Klimaschutz vorbringen. Und deswegen haben wir gemeinsam mit Dr. Helmut Paschlau diese Vortragsreihe gestartet und letztes Jahr mehrere tausend ZuschauerInnen erreicht. Und genau als solche dürfen wir Sie hier herzlich willkommen heißen. Und dann darf ich Sie nicht länger auf die Folter spannen und das Wort an unseren Moderator übergeben und Ihnen einen schönen Abend wünschen. Ja, ganz herzlichen Dank, Markus, zunächst mal. Ich begrüße Sie wieder alle, die Menschen da draußen an Ihren Bildschirmen, wie es früher so schön hieß, ne, zu unserer heutigen Veranstaltung, zu unserer Serie Nachhaltigkeit, sozial-ökologische Transformation. Seien Sie ganz herzlich willkommen. Live geht ja leider noch nicht im März, aber ab der nächsten Sitzung, ab 7. April, machen wir wieder Hybrid, also parallel im Saal, im Zukunftssalon am Goetheplatz und parallel online. Hat ja Vorteile, beide Formen der Beteiligung. Umso besser, dass Sie heute online alle da sind. Seien Sie uns willkommen. Über 80 Anmeldungen, das ist doch nett. Also ich bin Helmut Paschlau. Ich habe die heutige Veranstaltung für Protect the Planet München organisiert, wie immer ehrenamtlich, und zwar in Kooperation mit all diesen Organisationen, die Sie hier auf dem Eingangsbild sehen. Ganz herzlichen Dank auch an euch, dass ihr immer so schön mitzieht. Ich habe jetzt den Job und will versuchen, in gebotener Kürze und nach Transparenz durch die heutige Diskussion zu leiten. Ablauf ganz kurz. Nach meiner Anmoderation, wo wird Herr Professor Blüdorn seine Präsentation vortragen? Dann steigen wir ein in die Diskussion. Wie gesagt, Sie können sich mit Bild und Ton nicht zuschalten. Warum? Datenschutzgründe. Aber Sie können, meine Damen und Herren, ab sofort in den Chat Fragen, Anmerkungen und so weiter reinschreiben. Ich werde dann die Chatfragen in der Diskussion aufgreifen und dem Herrn Blüdorn dann entsprechend befragen. Gegen 8:30 werden wir dann wohl fertig sein für heute. Also, unsere Serie heißt, wie Sie hier auf dem Eingangsbild sehen, Nachhaltigkeit, sozial-ökologische Transformation. Wurde ich natürlich gleich gefragt, warum so kompliziert. Für diejenigen, die die letzten Male noch nicht da waren, ganz kurze Begründung. Nachhaltigkeit ist eine Zustandsbeschreibung beziehungsweise eine Zielvorstellung. Sie kennen alle die Sustainable Development Goals, SDG, der Vereinten Nationen von 2015. Das sind also die Ziele. Dagegen die große Transformation. Das ist der Weg, der Prozess dorthin. Deshalb haben wir begonnen im März und werden in den nächsten Wochen diese beiden Begriffe da etwas stärker durchleuchten, immer wieder nachfragen, wie kann denn die große Transformation gelingen? Sicherlich, wenn wir Ökologie und Soziales und dazu packen können. Womit wir auch gleich beim heutigen Thema wären: nachhaltige Nichtnachhaltigkeit. Das ist so etwa das glatte Gegenteil von Nachhaltigkeit und das auch noch im Dauerzustand. So jedenfalls ist der Titel des durchaus aufrüttelnden Buches von Herrn Professor Blüdorn. Er wird sicher nachher kurz mal darauf eingehen. Ich muss hier keine Schleichwerbung machen.
Und ein gewisser Gegensatz und bewusster Gegensatz zu dem Vortrag von Herrn Professor Wallacher das letzte Mal, dessen Titel lautete: Wie kann die sozialökologische Transformation zu mehr Nachhaltigkeit doch noch gelingen? Gut, also heute eingerichtet im Wohlfahrtskapitalismus, Fragezeichen, Stolpersteine auf dem Weg zur Nachhaltigkeit. Denn Herr Blüdern konstatiert, verfestigte Machtstrukturen, Machtverhältnisse, Wertepräferenzen, ziemlich einseitige, nach immer mehr Wachstum, Wohlstand, höchst konsumierenden Lebensstil, das steht der Nachhaltigkeit entgegen. Und das, obwohl die planetaren Grenzen längst erreicht oder gar überschritten sind, obwohl die menschengemachte Klimakrise unsere unmittelbare Lebensgrundlage bedroht. Für den heutigen Vortrag hat Herr Blüdorn deshalb den Titel gewählt, eben also eingerichtet im Wohlfahrtskapitalismus, da sind wir gemeint, und Stolpersteine auf dem Weg zu mehr Nachhaltigkeit. Also meine erste These, uns geht's zu gut und dann ein möglicher Ausweg, denn Stolpersteine kann man erkennen und dann wegräumen. Schauen wir mal nachher, Herr Blüdern, ob ich es richtig verstanden habe. Ich darf Ihnen also vorstellen, Herr Professor Dr. Ingolfur Blüdern von der Wirtschaftsuniversität in Wien. Er hat dort den Lehrstuhl des Instituts für Gesellschaftswandel und Nachhaltigkeit inne. Also sowas gibt es, glaube ich, in Deutschland nicht. Seine Forschungsschwerpunkte sind politische Soziologie, Gesellschaftstheorie, Wandel moderner Demokratien, umweltpolitische Theorie und etliches mehr. Blüdern, ich kann nicht alles aufzählen. Ungezählte viele Publikationen, spannend, wirklich spannend und auch durchaus hin und wieder deutlich provokativ, wie sein Buch mit dem Titel Simulative Demokratie von 2013. Also Demokratie werde nur simuliert. Oha. Und angesichts der Klimakrise, wir werden der Frage nach Begrenzung von Freiheiten nicht entkommen. Ja, das ist schon heftig. Jedenfalls freue ich mich sehr, geehrter Herr Professor Blüdern, dass Sie aus Wien zu uns zugeschaltet sind und heute trotz Stress Ihren Vortrag halten können. Seien Sie uns ganz herzlich willkommen. Bitte schön, Sie haben das Wort. Ja, ganz herzlichen Dank. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich freue mich sehr, hier heute Abend einen Vortrag halten zu dürfen und mit Ihnen diskutieren zu dürfen. Ganz herzlichen Dank an Herrn Paschlau, nicht nur für diese nette Einführung, sondern auch für die Einladung hier zu diesem Vortrag und zu dieser Diskussion. Zu diskutieren gibt es in der Tat viel dieser Tage, und seit ich mit Herrn Paschlau den Termin für die heutige Veranstaltung und auch den Titel vereinbart habe, hat sich so einiges verändert, auch der Plan für meinen Vortrag. Nachdem wir schon in den ganzen letzten 15 Jahren fortwährend eigentlich von einer Krise in die nächste gestolpert sind, ohne dass wir je wirklich Zeit hatten, die jeweils aktuelle Krise in ihrer Bedeutung zu erfassen, ganz zu schweige davon, Lösungen zu finden, sind wir nun seit dem 24. Februar also schon wieder mit einer neuen Großkrise konfrontiert. In den vergangenen Jahren war da viel von, Herr Paschlau hat es schon gesagt, von der Überschreitung planetärer Grenzen, die Rede vom Klimanotstand, von der sozialökologischen Transformation unserer Gesellschaften, die allerdings, das war auffällig, trotz eindringlicher Warnungen, immer eindringlicherer Warnungen und Appelle nie recht in Gang kommen wollte. Nicht, dass nichts passiert war, aber nie das, was wirklich als Transformation hätte bezeichnet werden können. Nun, seit dem Angriff Russlands auf die Ukraine ist plötzlich sehr viel von einer historischen Zäsur die Rede, von einer Zeitenwende. Und ganz im Gegensatz zu sozialökologischen Transformationen scheint sich diese Zeitenwende tatsächlich mit ganz erheblicher Dynamik zu entfalten und konkret zu werden. Diese Zeitenwende hat mit Nachhaltigkeit bzw. mit Nicht-Nachhaltigkeit nicht nur insofern etwas zu tun, als hier fossile Energieträger eine wesentliche Rolle spielen.
ja, Lösungen finden, hat Herr Poschler schon gesagt, Stolpersteine aus dem Weg räumen, die die gesellschaftliche Transformation zur Nachhaltigkeit immer wieder blockieren. Das ist natürlich das, was wir alle dringendst wollen. Und ich weiß, dass Sie heute Abend auch von meinem Vortrag hier vor allem sich eines wünschen, nämlich eine Antwort auf die Frage, wie wir diese sich immer mehr zuspitzende Nachhaltigkeitskrise vielleicht auflösen können. Ich will aber gleich vorweg sagen, eine solche Antwort kann ich nicht bieten und ich halte ehrlich gestanden auch die meisten Antworten, die auf diese Frage angeboten werden und tatsächlich gibt es ja keinen Mangel an solchen Angeboten, für unlauter. Unlauter sowohl wissenschaftlich als auch politisch als auch moralisch. Tatsächlich gibt es ja eine regelrechte Antworten- und Lösungs- und Ratgeberindustrie in Sachen Nachhaltigkeit. Sie verspricht uns, dass eine Transformation zur Nachhaltigkeit möglich und machbar wäre und dass wir sogar wirtschaftlich davon profitieren können und neues Wachstum und neue Arbeitsplätze dadurch schaffen können und unseren Wohlstand sichern können. Sie erklärt uns, was wir alle selbst in unseren privaten Bereichen zum Nachhaltigkeitswandel beitragen können und das ja eigentlich sowieso weniger mehr ist und der Nachhaltigkeitswandel ja tatsächlich auch in ganz verschiedener Hinsicht einen Zugewinn, eine Verbesserung für uns alle bedeuten würde. Und sie berichtet sehr viel von experimenteller Politik und von vielfältigen Nischenbewegungen, die als Pioniere des Wandels, heißt es dann, schon heute die Lebensformen und die Formen der Gesellschaft, des gesellschaftlichen Zusammenlebens erproben, die längerfristig dann gesamtgesellschaftlich bestimmt werden sollen. Das Problem mit all dem liegt aber darin, dass eine Transformation unserer Gesellschaften, obwohl wir diese Ratschläge und Empfehlungen eigentlich seit Jahrzehnten schon haben, eine Transformation zu unserer Gesellschaft, die ein gutes Leben für alle ermöglicht und dabei die planetaren Grenzen, das heißt also die Grenzen der ökologischen Belastbarkeit respektiert, trotzdem bisher ausbleibt. Und meines Erachtens liegt das nicht zuletzt daran, dass die Antworten- und Lösungsindustrie die Bürgerinnen nicht wirklich ernst nimmt. Sie geht davon aus, dass die Bürger die Wahrheit nicht hören wollen und nicht ertragen können und verlegt sich in ihren Erzählungen daher vor allem darauf, den Menschen Mut zu machen und Optimismus zu verbreiten. Das ist aus strategisch-aktivistischer Perspektive auch wahrscheinlich gar nicht so unsinnvoll. Ich denke, es hat einen gewissen Sinn, hat einen gewissen Zweck. Aber gleichzeitig gilt, dass eine Lösungsstrategie nur dann aussichtsreich sein kann, wenn sie auf eine differenzierte Diagnose und Analyse des zu lösenden Problems und des gesellschaftlichen Kontextes, in dem dieses Problem gelöst werden soll, aufbaut. Herr Blühlein, ja? Darf ich Sie ganz kurz darauf hinweisen, dass Ihre Folien noch nicht zu sehen sind. Ich nehme an, wir haben schon die ersten zwei abgearbeitet. Nein, Sie dürfen mich darauf hinweisen, aber ich weiß das. Vielen Dank. Gut, alles klar. Sorry. Ich hatte gesagt, dass diese Lösungsstrategien, diese Lösungsvorschläge nur dann greifen können, nur dann aussichtsreich sind, wenn sie aufbauen auf differenzierte Diagnosen und Analysen des zu lösenden Problems und des gesellschaftlichen Kontextes, in dem diese Probleme gelöst werden sollen. Und diese diagnostische, diese analytische Dimension bleibt aus aktivistischer Perspektive aber meist der transformativen Ambition oder der Mobilisierungsabsicht eben nachgeordnet. Ich glaube, das ist ein Fehler. Und deswegen will ich heute Abend, und jetzt kommt das, was der Herr Paschlau sagt, nämlich meine Folien, deswegen will ich heute Abend... ganz bewusst nicht Lösungsangebote und Hoffnungsnarrative entwickeln, sondern ich will versuchen, wenigstens einen kleinen Beitrag zu leisten zum Verständnis des Problems, mit dem wir es zu tun haben. Das heißt, zum Verständnis der Nachhaltigkeitskrise und der Zeitenwende, von der nun plötzlich die Rede ist und mit der wir uns alle beschäftigen und die uns alle verunsichert. Dazu will ich zunächst auf die verschiedenen Krisen der vergangenen Jahre zurückblicken, um diese Krisenkaskade zu verdeutlichen und dabei den Begriff der Nicht-Nachhaltigkeit in den Begriff der Unhaltbarkeit übersetzen.
Und dann will ich aus eher soziologischer Perspektive die Falle untersuchen, in der Transformationspolitik sich heute offenbar verfangen hat. Drittens will ich dann die im Moment gängige Rede vom Ende der Illusionen aufnehmen und fragen, welche Illusionen da eigentlich genau zerbrechen. Und abschließend will ich die Nachhaltigkeitskrise und Systemkrise, wie sie auch oft bezeichnet wird, mit denen moderne Gesellschaften, moderne westliche Gesellschaften gerade, sich derzeit konfrontiert sehen, als eine Krise des öko-emanzipatorischen Projekts selbst fassen und als eine Transformation der westlichen Moderne insgesamt. Als Bundeskanzler Scholz von der Zeitenwende sprach, hat er diesen Begriff Zeitenwende ganz sicher nicht bewusst so verwendet. Aber ich glaube, dass es berechtigt ist, diesen Begriff in dieser Weise, nämlich als eine Transformation der westlichen Moderne insgesamt, interpretieren. Wenn wir ein paar Jahre zurückgehen, den Anfangspunkt der jüngeren Serie von Großkrisen bildete sicher 2008/09 die Banken- und Finanzkrise, die sich später dann ja in eine Eurokrise und in eine weltweite Wirtschaftskrise entwickelte. Gerade in Deutschland, das relativ wenig betroffen war, aber auch hier in Österreich, können sich viele vielleicht kaum noch erinnern an die Banken- und Finanzkrise. Aber in anderen Ländern, ich wohnte damals in Großbritannien zum Beispiel, zog die Finanzkrise eine rabiate Sparpolitik nach sich, die ihrerseits zu massiver Armut führte und gesellschaftlicher Spaltung, die dann wiederum rechtspopulistische Bewegungen vorangetrieben hat oder ihnen Auftrieb gegeben hat, die die politische Landschaft und die politische Debatte und Kultur ganz massiv verändert haben. Aber auch bei uns sind die Folgen der Finanzkrise keineswegs ausgestanden. Ein Faktum, das wir inzwischen fast vergessen haben, ist zum Beispiel, dass unsere gesamte Wirtschaft seit der Banken- und Finanzkrise am Tropf der Notenbanken bzw. der Europäischen Zentralbank hängt. Man darf wohl davon ausgehen, denke ich, dass nicht nur unsere Wirtschaft, sondern wahrscheinlich auch unser ganzes politisches System ohne die massive Intervention der EZB, das heißt ohne die anhaltende Nullzinspolitik und das umfassende Programm zum Aufkauf von Anleihen, längst kollabiert wären, mit Konsequenzen, die man sich weder vorstellen kann, noch auch vorstellen will. Gleichzeitig hat diese Politik, wir merken das jetzt gerade im Kontext von Inflation und so weiter, natürlich auch verheerende wirtschaftliche, soziale und ökologische Folgen. Diese Politik ist unhaltbar, aber das Wirtschaftssystem ohne sie eben auch. Das ist das Fatale. Nach der Banken- und Finanzkrise entstanden dann große soziale Bewegungen wie Occupy und die Postwachstumsbewegung oder Degrowth-Bewegung. Der globale Finanzkapitalismus, der war nun so fundamental in die Krise geraten, dass viele gemeint und gehofft haben, jetzt sei tatsächlich der von Kritikern ja schon längst angekündigte Zeitpunkt gekommen, an dem der Kapitalismus an den Widersprüchen und an den Krisentendenzen, die ihm immer schon von Anfang an eingeschrieben waren, zerbrechen würde, sodass nun endlich eine postkapitalistische Postwachstumsgesellschaft entstehen könnte, die wirtschaftlichen und politischen Voraussetzungen für ein gutes Leben für alle eben endlich schaffen würde. Barack Obama hat damals, Sie erinnern sich vielleicht, von einem Green New Deal gesprochen, der zusammen mit der fundamentalen Wirtschaftskrise gleichzeitig auch die Klima- und Nachhaltigkeitskrise therapieren sollte, die es damals natürlich auch schon gab. Der Wissenschaftliche Beirat der Deutschen Bundesregierung für globale Umweltveränderungen, der WBGU, veröffentlichte kurz nach der Banken- und Finanzkrise 2011 dann ein sehr wichtiges Buch, Sie werden das kennen oder viele von Ihnen werden das kennen, dessen Titel die wesentliche Forderung, das Projekt und die Hoffnung artikuliert, die mit der Finanzkrise dringender und aktueller als je zuvor geworden war. Das Buch heißt Welt im Wandel, Gesellschaftsvertrag für eine große Transformation. Und dieses Buch hatte großen Einfluss, hat noch auf die öffentliche und auch auf die fachwissenschaftliche Debatte. Aber der neue Gesellschaftsvertrag, von dem hier die Rede ist, und auch die sozial-ökologische Transformation der kapitalistischen Gesellschaftsordnung für ein gutes Leben blieben bisher aus. Die Flüchtlings- und Migrationskrise schloss sich ab 14, richtig dann ab 15, unmittelbar an die Finanzkrise an, noch längst bevor die Länder, insbesondere Länder wie Griechenland, das von der Migrationskrise ja ganz besonders stark betroffen war und auch noch ist, deren Folgen auch nur halbwegs bewältigt hatten.
Tatsächlich könnte man sagen, waren die Folgen der Finanzkrise mit ein Grund dafür, dass die Flüchtlingskrise und Migrationskrise so problematisch wurde. Und bis heute, wir merken das gerade im Zusammenhang mit der Ukraine wieder, hat die EU ihre Probleme mit der Flüchtlings- und Migrationspolitik keineswegs bewältigt. Die Flüchtlingskrise 2015 gab rechtspopulistischen Bewegungen erneut massiven Aufbruch, Auftrieb, die dann ihrerseits weithin als die größte Gefahr für die liberale Demokratie bezeichnet wurden. Und im November 2016 wurde in den USA Donald Trump zum Präsidenten gewählt, nachdem im Juni desselben Jahres die Briten sich für den Austritt aus der EU entschieden hatten. Und die Nachhaltigkeitskrise hatte nun offensichtlicher als je zuvor neben ihrer traditionellen ökologischen Dimension und der ökonomischen, die mit der Krise des Neoliberalismus besonders akut geworden war, jetzt plötzlich auch eine politische Dimension. Und sie betraf die liberale Demokratie einerseits und internationale Organisationen wie die EU und die Vereinten Nationen andererseits. Bereits einige Jahre vorher hatte sich eine ziemlich breite, Colin Crouch ist hier vielleicht der Name, der am bekanntesten ist, Debatte um die sogenannte Postdemokratie entfaltet, deren wesentliche Ursache zunächst im Neoliberalismus gesehen wurde. Aber nun, zu der Zeit, 16, 17, war der Rechtspopulismus nun oder wurde der Rechtspopulismus nun ganz wesentlich als der große Treiber dessen bezeichnet, was nun die internationale autokratisch-autoritäre Wende bezeichnet wurde. Trumps klimapolitische Rückwärtswende war natürlich auch ein wesentlicher Treiber für die neue Klimabewegung, die Greta Thunberg dann im Spätsommer 2018 initiierte. Und im Laufe des folgenden Jahres 2019 entwickelte sich diese Bewegung zu einer internationalen Großbewegung mit erheblicher politischer Resonanz. Aber die große sozialökologische Transformation konnte auch diese Bewegung nicht in Gang bringen. Zwar rief das Europäische Parlament im November 2019 den Klimanotstand aus und kurz später wurde die Welt dann bekanntlich aber von der Covid-Krise überrollt, die das Klimathema zunächst einmal wieder deutlich in den Hintergrund drängte. Allerdings, das muss man dazu sagen, wurde gerade im Zeichen des ersten Schocks über die Folgen des sich global ausbreitenden Klimavirus auch durchaus gefragt, ob die Pandemie nicht so etwas wie ein Wendepunkt, ein Katalysator auf dem Weg zu einer sozial-ökologischen Transformation moderner Gesellschaften werden könnte. Immerhin hatten ja die Klimawissenschaft und die Erdsystemwissenschaft und die sozialen Bewegungen zuvor ein wirklich nie dagewesenes gesellschaftliches Bewusstsein hergestellt, dass die Klimakrise und die Nachhaltigkeitskrise sofortige und auch einschneidende Gegenmaßnahmen zwingend notwendig macht, zumindest wenn Katastrophen vermieden werden sollen, die vielleicht sogar das Überleben der Menschheit gefährden und die zur Unbewohnbarkeit des Planeten führen könnten. Und nicht nur das Europäische Parlament hatte ja den Klimanotstand ausgerufen, sondern auch viele andere Akteure und Organisationen bis hinauf zu den Vereinten Nationen hatten sich 2019 ausdrücklich zur unbedingten Dringlichkeit und zur unbedingten Notwendigkeit einer grundlegenden Wende bekannt. Und so schien, ich weiß nicht, ob es Ihnen auch so ergangen ist, aber mir ist es so ergangen, zum Jahreswechsel 19/20 schien es eigentlich kaum vorstellbar, dass sich die sozialökologische Transformation nicht nun tatsächlich ernsthaft an Schwung gewinnen würde und ernsthaft in Angriff genommen werden würde. Gleichzeitig blieb natürlich unklar, wie zum Beispiel eine Abkehr vom Wachstumsprinzip praktisch überhaupt gelingen könnte. Denn obwohl die Wachstumslogik ja schon seit den frühen 70er Jahren, Sie erinnern sich an die Grenzen des Wachstumsbuches vom Club of Rome, als wesentliche Ursache der Umwelt- und Nachhaltigkeitsproblematik bekannt ist, bleibt sie nicht nur ein konstitutives Prinzip der kapitalistischen Ökonomie, sondern sie bleibt auch für die Stabilität des gesellschaftlichen Zusammenhaltes, für die Stabilität des sozialen Friedens und wohl auch der liberalen Demokratie unverzichtbar. Und in diesem Dilemma
schien die Pandemie nun insofern als ein möglicher Transformationskatalysator, als man sich jetzt ja wieder an das Systemrelevante im Gegensatz zum Profitmaximierenden erinnerte und an das eigentlich Wichtige, an verschüttete Werte, wie man damals sagt, wie etwa die gesellschaftliche Solidarität, die gerade im Zuge des Marktliberalismus zuletzt gefährlich ausgezehrt worden war. Zudem, ganz wichtig, hatte der Staat plötzlich eine Entscheidungs- und Handlungsfähigkeit, die ihm nach Jahrzehnten der marktliberalen Ideologie gar nicht mehr zugetraut worden war. Der Staat war damals die Hoffnung, ist das in gewisser Hinsicht bis heute, könnte doch nun mit gleicher Entschiedenheit den gesellschaftlichen Umbau zur Nachhaltigkeit in Angriff nehmen. Aber die grundlegende Transformation einer Gesellschaft, die innerhalb der planetaren Grenzen ein gutes Leben für alle sichert, blieb und bleibt erneut eine unerfüllte Hoffnung. Stattdessen wurde deutlich, zwar war die Pandemie tatsächlich ein Wendepunkt, aber weniger zu einer sozial-ökologischen Transformation als vielmehr zu einer ganz neuen politischen Kultur. Covid-19, so könnte man sagen, markierte die Wende zu einem sehr viel schärferen, zu einem sehr viel konfrontativeren und unversöhnlicheren Ton in der politischen Debatte, zu einer neuen Gereiztheit, zu einer neuen gesellschaftlichen Spaltung, die seither stark thematisiert wird, obwohl sie ihre Ursache eigentlich nicht in der Pandemie selbst hat. Aber mit den staatlichen Maßnahmen zur Begrenzung der Pandemie fanden diese Empfindungen einen neuen Kristallisationspunkt und die gesellschaftliche Handhabung der Klima- und Nachhaltigkeitskrise steht seither unter einem deutlich veränderten Vorzeichen. Längst vor Covid hatte die Soziologie von der neoliberalen Abstiegsgesellschaft gesprochen, auch vom Leben auf Kosten anderer und von der Politik der Nicht-Nachhaltigkeit. Was sie mit diesen Begriffen zu fassen versuchte, deutete ohnehin schon auf denkbar schlechte Ausgangsbedingungen für eine echte sozial-ökologische Transformation. Aber während der Pandemie zeigte sich dann sehr deutlich, nicht nur zerfiel die neue Handlungsfähigkeit und Entschiedenheit der Politik sehr schnell wieder unter dem Druck taktierender Parteistrategen des Rechtssystems, der Wirtschaft und konfligierender Stimmen aus der Wissenschaft, sondern bereits relativ geringfügige und vor allem zeitlich begrenzte Beschränkungen lösten in verschiedenen Teilen der Gesellschaft ganz erhebliche Widerstände aus. Nach Jahrzehnten des Wachstums und nach Jahrzehnten des Liberalismus wurde die politisch verordnete Beschränkung, auch wenn sie eigentlich eher moderat war, zumindest in Deutschland und in Österreich, oft als unzumutbarer Eingriff in persönliche Freiheiten und Rechte wahrgenommen. Die Rückkehr zur Normalität wurde zum bestimmenden Prinzip der Pandemiepolitik, so als sei die Lage vor Covid nicht ihrerseits bereits zutiefst problematisch gewesen. Milliardenbeträge wurden bzw. werden investiert und wieder, wie schon nach der Finanzkrise, ist von einem Green Deal die Rede. Aber im Kern geht es, wie schon damals, erneut darum, eine ökonomische und gesellschaftliche Ordnung zu stabilisieren, die eigentlich schon lange als nicht nachhaltig und als nicht haltbar erkannt worden war, die aber dennoch mit aller Entschiedenheit immer erneut und immer erneut befestigt und verteidigt wird. Die Pandemie ließ erahnen, eine sozial-ökologische Transformation, die unvermeidlich viel einschneidendere und zeitlich auch nicht mehr begrenzte Begrenzungen bedeuten würde, würde erwartbar unvergleichlich viel heftigere Widerstände provozieren. Sie scheint daher wenig realistisch. Und noch bevor die Pandemie auch nur halbwegs unter Kontrolle gebracht werden konnte, verändert nun der Krieg in Europa noch viel radikaler die Vorzeichen für das Projekt einer sozial-ökologischen Transformation. Wieder gibt es vorsichtige Hoffnungen. Es könnte ja sein, dass sogar wahrscheinlich, dass der aus sicherheitspolitischen Gründen nun forcierte Ausstieg aus den fossilen Energien auch eine wesentliche klimapolitische Dividende haben könnte. Das wird schon so sein.
Aber wiederum wird auch klar, allen Warnungen zum Trotz, dass, wie Antonio Guterres es auf seiner Rede bei der UN-Generalversammlung in New York im September 2021 formulierte, dass die Welt endlich aufwachen müsse, weil sie am Rande eines Abgrundes stehe und in die falsche Richtung sich bewege. Dennoch ist das Prinzip aller Umwelt-, Klima- und Nachhaltigkeitspolitik nicht die von Wissenschaftlerinnen und Umweltbewegungen eingeforderte sozial-ökologische Transformation, sondern Priorität hat vor allem unseren Wohlstand und unseren Lebensstil zu sichern. Genau das war schon bei der Bundestagswahl 2021 der große Konsens aller Parteien, einschließlich der Grünen. Und zum Beispiel bei der Frage nach einem Embargo von russischem Öl und Gas gilt das heute einmal mehr. Tatsächlich hat das Bekenntnis zur Unverhandelbarkeit unserer Freiheit, unseres Wohlstandes und, Ulrich Brandt würde sagen, unseres imperialen Lebensstils mit dem Krieg in der Ukraine noch einmal eine ganz andere und ganz neue Qualität und Intensität bekommen. Bei seinem Besuch in Polen sprach der amerikanische Präsident am vergangenen Samstag von der großen Schlacht zwischen Demokratie und Autokratie, zwischen Freiheit und Unterdrückung, zwischen einer regelbasierten Ordnung und einer, die von roher Gewalt bestimmt wird. Diese große Schlacht bedeutet für das Projekt der großen Transformation einen radikal veränderten Kontext und ein vollständig neues Vorzeichen. Sicher, der Ausbau der erneuerbaren Energien, die jetzt ja bereits zumindest von einigen als Friedensenergien und als Freiheitsenergien bezeichnet werden, bekommt einen wesentlichen Push. Davon dürfen wir ausgehen. Demokratie und Freiheit erfahren zumindest rhetorisch eine Aufwertung und die autokratisch-autoritäre Wende scheint mächtigen Gegenwind zu bekommen. Aber für das Projekt einer sozial-ökologischen Transformation ist die Perspektive jetzt wohl trotzdem noch ungünstiger, als sie es bereits vorher war. Schon bisher waren die Klima- und Nachhaltigkeitspolitik jenseits der offiziellen Bekenntnisse, dass weiter so keine Option sei, immer von einem entschiedenen Konsens der Unverhandelbarkeit und Verteidigung der bestehenden Ordnung bestimmt. Aber jetzt könnte man sagen, schnappt die Falle, in der das Transformationsprojekt sich schon seit längerem verhakt hat, vielleicht endgültig zu. Wer lange vom Erfolg verwöhnt ist, so schrieb der frühere Verfassungsrichter Di Fabio vor einigen Tagen in der FAZ, der richtet sich ein in einem Ambiente des selbstverständlichen Gelingens. Das politische Themensetting könne sich im Erfahrungshorizont einer weltgesellschaftlichen Friedensordnung filigran verzweigen und auf einzelne Materien fokussieren, ohne noch groß nach konzeptioneller Bodenhaftung zu suchen. Worauf Di Fabio hier zielt, das ist die öko-emanzipatorische Bewegung. Und er bescheinigt ihnen eine naive, geradezu unpolitisch anmutende Sicht auf die Welt und einen Mangel an Bodenhaftung, die er als die eigentliche Schwäche des Westens betrachtet. Hier erkennen wir das veränderte Vorzeichen, von dem ich sprach. Wenn sich westliche Demokratien aber angesichts offener militärischer Aggression behaupten wollen, so fährt er fort, müssen sie das Konzept der Nachhaltigkeit von der ökologischen Thematik auf die machtpolitischen Zusammenhänge ausdehnen. Was hier im Zeichen des Ukraine-Kriegs nun als unhaltbar beschrieben wird, ist also das öko-emanzipatorische Transformationsprojekt selbst, das jetzt als naiv und als die eigentliche Schwäche des Westens bezeichnet wird. Nachhaltigkeit wird nun als militärische Sicherung dessen verstanden, was wir als unsere unverhandelbare Freiheit, unsere Werte und unseren Lebensstil betrachten. Hat sich also das Zeitfenster für eine sozial-ökologische Transformation, das nach Erkenntnissen der Klima- und Erdsystemwissenschaften ja schon länger bedrohlich klein und kurz war, jetzt möglicherweise endgültig geschlossen? Muss man die Zeitenwende, von der
Kanzler Scholz gesprochen hat, möglicherweise in diesem Sinne ausbuchstabieren. Fest steht jedenfalls, dass schon längst vor dem Ukraine-Krieg das Projekt der sozialökologischen Transformation in einer Falle steckte. Denn unabhängig von der wahrgenommenen Dringlichkeit einer solchen Transformation wird die Transformationsfähigkeit und auch die Transformationswilligkeit moderner Gesellschaften vom Zusammenspiel verschiedener Faktoren erheblich beeinträchtigt. Den ersten dieser Faktoren habe ich mit dem Rückblick eben auf die Serie der Krisen zu illustrieren versucht. Moderne Gesellschaften befinden sich längst in einem Strudel, in dem sie kaum mehr für die Zukunft planen und steuern können, sondern stark gegenwartsfixiert, immer vor allem darum bemüht sind, die unmittelbaren Folgen der jeweils aktuellen und immer schneller aufeinander folgenden Krisen wenigstens halbwegs im Griff zu behalten. Und dabei müssen sie immer gründlicher abwägen, ob es sich eigentlich lohnt, die verfügbaren Mittel für langfristige Projekte der sozialökologischen Transformation zu investieren oder für die kurzfristige Bekämpfung der jeweils aktuellen Katastrophenfolgen. Längerfristige Projekte werden natürlich gerade in demokratischen Systemen politisch immer schwerer durchsetzbar, denn angesichts aktueller Krisen sind demokratische Mehrheiten für größere Transformationsprojekte nicht leicht zu mobilisieren und sie sind noch schwerer zu stabilisieren. Innenpolitisch stehen im Zweifelsfall kurzfristige Wahlstrategien allemal im Vordergrund. Und außenpolitisch steht die Bewältigung der vielfältigen begrenzten Krisen, und das galt eben bereits vor dem Krieg in der Ukraine, zunehmend im Zeichen des neuen globalpolitischen Wettbewerbs zwischen liberaldemokratischen und autokratisch-autoritären Systemen um die globale Vorherrschaft. Und in diesem Systemwettbewerb, das ist die Falle, verstärkt sich der Konkurrenz- und Wachstumsdruck. Nachhaltigkeits- und Transformationsprojekte bleiben hier sekundär und müssen sich in diese Logik einfügen. Das ist das, worauf die Fabio zielte. Zweitens, würde eine sozialökologische Transformation, die ein gutes Leben für alle sichert, und eine solche, meine ich hier, eine massive Verminderung des Konsums, eine Beschränkung der Ansprüche und Erwartungen in praktisch allen Lebensbereichen erfordern. Eine Abkehr von vielen Gewohnheiten weit jenseits dessen, was heutige Bürgerinnen vielleicht als notfalls entbehrlichen Luxus empfinden würden. Denn selbst bei einem nur minimal komfortablen Lebensstil überschreiten die Konsumenten des globalen Nordens bei weitem alle Zielwerte der Pro-Kopf-Emissionen. Doch unsere Gesellschaften sind festgelegt auf Infrastrukturen und auf Praktiken, auf Verständnisse von Freiheit und Verständnisse von Selbstbestimmung und auf konsum- und erlebnisbasierte Muster der Selbstkonstitution und Selbsterfahrung, die jede Form von Reduktion zur extremen Belastung machen. Die Pandemie hat das sehr deutlich illustriert. Drittens sind nach Jahrzehnten des Marktliberalismus auch in den wohlhabendsten Gesellschaften Europas die sozialen Ungleichheiten so groß, dass eine Nachhaltigkeitswende vermittels in Anführungszeichen ehrlicher Preise, also über die Internalisierung bisher externalisierter sozialer und ökologischer Kosten, für wesentliche Teile der Gesellschaft gar nicht mehr bezahlbar wäre und somit unmittelbar erhebliche soziale und politische Konflikte bedeuten würde. Schon vor dem Krieg haben die Konflikte um die gestiegenen Energiepreise und die Inflation das sehr deutlich angezeigt. Jetzt zerfällt das Märchen von der Lenkungswirkung ehrlicher Preise gerade komplett. Wenn die Preise steigen, wird von allen Seiten nach Kompensations- und Abfederungshilfen gerufen. Begrenzung, Schrumpfung und Verzicht sind ein absolutes Tabu. Die absolute Reduktion etwa von Elektronik oder Energiebedürfnissen steht jenseits sehr marginaler Gruppen überhaupt nicht zur Debatte. Viertens besteht in modernen Gesellschaften ein strukturelles Missverhältnis zwischen der Idee einer sozialökologischen Transformation und den Möglichkeiten ihrer praktischen Umsetzung.
Forderungen nach einer mehr oder weniger umfassenden Transformation werden immer aus der Perspektive von Bürgerinnen formuliert, deren Erfahrungen der Verletzung von Gleichheit, von Gerechtigkeit, von Gesundheit, Natürlichkeit und Selbstbestimmungsnormen artikuliert werden. Aber bearbeitet werden gesellschaftliche Probleme und Herausforderungen immer primär auf der Ebene der verschiedenen gesellschaftlichen Funktionssysteme, das heißt des Rechtssystems, des Wissenschaftssystems, der Marktwirtschaft, der Medien und so weiter, die jeweils ihrer eigenen Logik unterliegen und aus der sie nicht ausbrechen können und aus der die auch untereinander nicht synchronisiert sind. Die Pandemie hat das sehr deutlich gezeigt, wie Wissenschaft, Recht, Wirtschaft, Bürgerinnen kontinuierlich miteinander in Konflikt geraten und mit ihren verschiedenen Logiken nicht übereinkommen können. Und sie hat gezeigt, in welchem Maße moderne Gesellschaften, und das gilt natürlich nicht nur für die Pandemie, mit der Bewältigung ihrer Krisen schlicht strukturell überfordert sind. Fünftens, weil Nachhaltigkeitsprobleme sich nicht objektivieren lassen, sondern letztlich immer eine Frage der gesellschaftlichen Problemwahrnehmung und der gesellschaftlichen Prioritätensetzung und der gesellschaftlichen Toleranzschwelle bleiben, fehlen für eine sozialökologische Transformation sowohl klare, stabile und verlässliche Zielvorgaben als auch ein wirkmächtiger Treiber. Dieses Problem ist so alt wie die Umweltbewegungen und nicht aktuell, aber heute spitzt es sich stärker zu als je zuvor. Hinsichtlich der Zielvorgaben sind die kontroversen Vorstellungen von einem guten Leben ausschlaggebend, sowie auch die Vorstellungen davon, wer überhaupt berechtigt sein soll, an diesem guten Leben teilzuhaben. Welche Flüchtlinge zählen dazu? Zählen überhaupt Flüchtlinge dazu? Zählen Homosexuelle dazu? Und so weiter und so weiter. Hinsichtlich der Treiber gilt, die normative Idee, die in der linken Kritik der kapitalistischen Industriegesellschaft bis heute im Zentrum des Projekts einer sozialökologischen Transformation steht, nämlich die Idee des bisher noch Entfremdeten, des Kolonisierten, des Unterdrückten, erst noch zu befreienden, autonomen Kollektivsubjekts. Diese Idee ist gerade in wohlhabenden Gesellschaften des globalen Nordens im Zuge der fortlaufenden Modernisierung weitestgehend weggeschmolzen, beziehungsweise ist sie so umformuliert worden, dass sie kaum noch systemtransformative Kraft entfaltet. All das, das muss ich zugeben, hört sich beim besten Willen nicht optimistisch an. Ist es auch nicht. Diese Faktoren werden in der Lösungsratgeber Hoffnungs- und Optimismusliteratur, von der ich eingangs gesprochen habe, daher auch meist nicht thematisiert. Das ändert aber nichts daran, dass sie richtig sind. Und wir können sie nicht einfach wegleugnen. Allerdings, und das ist wichtig, bedeuten diese Faktoren auch keineswegs ausdrücklich, dass es in heutigen Gesellschaften für ökologische Reformen keinerlei Spielraum gäbe. Die Bemühungen der Politik und vieler zivilgesellschaftlicher Initiativen und privater Verbraucherinnen sind stark und sie sind ernsthaft und sie sind auch nicht wirkungslos. Auch die Wirtschaft hat in der Nachhaltigkeitskrise längst erhebliche Potenziale entdeckt, insbesondere seitdem die große Transformation auch von den Grünen und von manchen Bewegungen vor allem als ein Projekt der Digitalisierung und der Dekarbonisierung verstanden wird. Die Aussichten für den Ausbau der Erneuerbaren zum Beispiel sind zweifelsohne glänzend. Doch für ein Aussetzen der Logik von Wachstum, Wettbewerb und Ausbeutung und Profit, für eine absolute Begrenzung und Reduktion der Ansprüche, Erwartungen und Bedürfnisse und für eine entschiedene soziale Umverteilung, die ein gutes Leben für alle ermöglichen würde, gibt es in der Tat keinen oder nur sehr, sehr wenig Spielraum. Für eine sozialökologische Transformation zur Nachhaltigkeit wären aber genau diese Parameter unverzichtbare Elemente. Und entsprechend ist eine solche Transformation aus strukturellen Gründen, unabhängig davon, was die Hoffnungsindustrie uns erzählt, nicht zu erwarten, und zwar heute weniger denn je. Warnungen, dass unsere Welt noch nie so bedroht war wie heute,
Und ich zitiere hier wieder Antonio Guterres. Und wir heute vor der größten Kaskade von Krisen stehen, die wir je erlebt haben, sind berechtigt. Nie war das so deutlich wie seit Russlands Überfall auf die Ukraine. Doch von der Dringlichkeit und von der Notwendigkeit einer sozialökologischen Transformation unmittelbar auf die Möglichkeit und die Fähigkeit zu einer solchen Transformation zu schließen, ist verfehlt. Moralische Appelle, dass wir nun doch endlich unbedingt gemeinsam sofort und entschieden handeln müssen, dass es nun doch dringend Zeit ist, endlich vom Reden zum Handeln zu kommen, haben vor allem Bekenntnis- und Erlebnischarakter. Sie bedienen, könnte man sagen, moralische und psychologische Bedürfnisse, beschwören aber eine gesellschaftliche Realität, die es nicht gibt. Politisch entfalten solche Appelle bestenfalls kurzfristige Wirkung, nicht nur, weil es das Subjekt solcher Appelle, ein kollektives Wir, gar nicht gibt, sondern auch, weil es keinen Adressaten gibt, der einen solchen Appell umsetzen könnte oder müsste. In den 80er Jahren hoffte man noch ernsthaft, dass eine neue Politik zivilgesellschaftlicher Bewegungen dieses Dilemma im Zuge einer zweiten Moderne, einer reflexiven Modernisierung auflösen konnte. Heute dagegen diagnostiziert die Soziologie vor allem das Ende der Illusionen oder die notorisch überforderte Gesellschaft, die den Umschlag dieser Überforderung gerade auch auf individueller Ebene in eine regressive Moderne, die nicht mehr auf universelle Rechte oder ein gutes Leben für alle zielt, sondern ausdrücklich auf die Verteidigung des Wohlstands, auf Exklusion, auf den Umbau von demokratischen Institutionen, die dabei als hinderlich betrachtet werden. Die Rede vom Ende der Illusionen ist natürlich höchst zweifelhaft. Denn sie diskreditiert eigentlich die Ideale, die seit der Aufklärung alle progressiven Bewegungen befeuert haben. Und sie impliziert, so wie das auch der Ex-Verfassungsrichter Di Fabio tut, wenn er von der politischen Naivität öko-emanzipatorischer Bewegungen spricht und sie zur größten Schwäche des Westens erklärt, dass moderne Gesellschaften nach einer langen Phase der Illusionierung nun, man könnte sagen, endlich wieder in der Realität oder Normalität angekommen wären. Aber jede Normalisierung oder Naturalisierung des sozialökologisch zerstörerischen und zunehmend, ich könnte sagen, entzivilisierten Status quo in westlichen Gegenwartsgesellschaften ist ideologisch höchst zweifelhaft. Unbestreitbar ist aber, dass im Zeichen der jüngsten Krisen, gerade auch im Zeichen der Pandemie und des Ukraine-Krieges, eine Reihe von Hoffnungen zerplatzen und viele Annahmen und Erwartungen sich als nicht haltbar erweisen, die wir bisher zu halten versucht haben. An vorderster Stelle gehört dazu zweifelsohne der Glaube an das unendliche Wachstum. Und hier meine ich nicht nur Wachstum in ökonomischer Hinsicht, sondern gerade auch in Bezug auf die stetige Erweiterung unserer Freiheiten und der Rechte, der Selbstbestimmung und die fortgesetzte Ausdehnung der Lebenswelten, der Konsumwelten, der Erlebnishorizonte. Bereits vor der Pandemie waren Begrenzung und Grenzziehung und Ausgrenzung zu zentralen Themen geworden. Nur so können wir uns die Konjunktur des Rechtspopulismus erklären. Die Pandemie selbst hat das aber noch einmal ganz deutlich verstärkt. Zweitens ist auch der Glaube an die zunehmend informierten, urteilsfähigen, mündigen und verantwortlichen Bürgerinnen, die im zivilgesellschaftlichen Zusammenschluss das gute Leben für alle organisieren könnten, höchst brüchig geworden. Der Trumpismus und die Social Media gestützte Konjunktur von Verschwörungsmythen und Fake News waren hier bahnbrechend. Hatten die ökologisch-emanzipatorischen Bewegungen der 70er und 80er noch ganz fest an das Projekt der wahrhaft aufgeklärten, vernünftigen, partizipativen und kollektiv verantwortlichen Selbstregierung geglaubt, die ganz wesentlich auch die vernunftgeleitete gesellschaftliche Selbstbegrenzung organisieren sollte, verfolgen heutige Freiheits-, Identitäts- und Emanzipationsbewegung mitunter gänzlich andere Agenden.
Bezüglich der Umwelt-, Klima- und Nachhaltigkeitspolitik ist dann drittens auch die Erzählung zerbrochen, dass eine sozialökologische Wende ja eigentlich ein emanzipatorischer Gewinn sei. Gerade die Pandemie machte unzweideutig klar, dass das in der Nachhaltigkeitsdebatte immer wieder mobilisierte Versprechen, dass weniger doch eigentlich mehr sei, dass eine sozialökologische Transformation doch letztlich eine Verbesserung für alle sein würde, unter Bedingungen der Konsum-, Mobilitäts- und Erlebnisgesellschaft kaum noch tragfähig ist. Weniger ist weniger. Punkt. Entsprechend ist auch das Vertrauen in die Fähigkeit und Bereitschaft zur kollektiven Selbstbegrenzung immer weniger überzeugend. Und die Hoffnung, dass das Ökologiethema ein einendes, ein kollektivierendes Menschheitsthema sein könnte, scheint aus heutiger Perspektive völlig illusorisch. Tatsächlich ist das Thema der sozialökologischen Transformation längst zum großen Spaltungsthema avanciert, das absehbar zum neuen Kristallisationspunkt all jener Widerstände werden wird, die sich während der Pandemie noch vor allem gegen die Covid-Beschränkungen gerichtet haben. Das Projekt der sozialökologischen Transformation wird nun nicht nur, wie ich vorhin zitiert habe, als politisch naiv bezeichnet, sondern auch als eine antisoziale Agenda privilegierter Eliten, und zwar nicht nur von rechts. Diese Spaltungen und Polarisierungen, die Repolitisierung des Ende 2019, könnte man sagen, erreichten beinahe Konsenses, dass weiter so keine Option und ein grundlegender Strukturwandel unserer Gesellschaften dringend unverzichtbar und alternativlos sei, machen deutlich, dass Umwelt-, Klima- und Nachhaltigkeitspolitisch die Zeitenwende, von der wir jetzt sprechen, wohl schon längst vor dem Krieg in der Ukraine eingetreten ist und längst bevor Bundeskanzler Scholz sie verkündet hat. Vor diesem Hintergrund, und damit komme ich zum Schluss meines Vortrages, stellt sich dann noch einmal die Frage, wie lässt sich gerade mit dem Blick auf unsere wohlhabenden Gesellschaften des globalen Nordens die Nachhaltigkeitskrise, die ich nun in ganz verschiedenen ineinandergreifenden Dimensionen beleuchtet habe, begrifflich am besten fassen? Ist das eine ökologische Krise, eine Krise der biophysischen Systeme und also eine Angelegenheit der Natur- und Erdsystemwissenschaft? Ist das vielmehr eine Krise des Kapitalismus, der nun an seinen inneren Widersprüchen zerbricht, die ihm immer schon eingeschrieben waren? Was genau ist bei der Nachhaltigkeitskrise, die ja oft als Systemkrise beschrieben wird, eigentlich in der Krise? Was genau ist da unhaltbar geworden? Klar scheint zu sein, trotz des sich beschleunigenden Klimawandels und trotz des Artenverlustes, des rasanten Flächenverbrauchs und so weiter, ist der Untergang der Menschheit und die Unbewohnbarkeit des Planeten, von denen oft die Rede ist, nicht akut. Das ist vor allem ein Mobilisierungsnarrativ. Ebenso wenig plausibel ist die Erzählung vom Zusammenbruch des Kapitalismus und der Entfaltung einer postkapitalistischen Gesellschaft, wie sie angeblich ja bereits in vielfältigen Bewegungen und Initiativen erprobt wird. Trotz der Tatsache, dass die europäische Wirtschaft, wie ich eben gesagt habe, schon seit der Bankenkrise von 2008 am seidenen Faden der EZB-Politik hängt, ist ein Zusammenbruch des Kapitalismus wohl nicht in Sicht. Wohl zeichnet sich ein Ende des demokratischen Kapitalismus ab. Das hatte Wolfgang Strick schon 2013 geschrieben. Doch der Kapitalismus überlebt auch ohne Demokratie und ohne Menschenrechte. Das nach globaler Vorherrschaft strebende China exerziert das sehr eindrucksvoll vor. Und in Deutschland illustriert die Politik gegenüber China und auch Russland, dass ökonomische Interessen und die Sicherung des Wohlstandes gegenüber Demokratie und Menschenrechten beinahe allemal Vorrang genießen. Vor diesem Hintergrund scheint es mir unausweichlich, die derzeitige Nachhaltigkeitskrise ganz wesentlich auch als Krise des öko-emanzipatorischen Projekts selbst zu begreifen. Als eine Krise des Glaubens an die demokratisch-egalitäre Alternative und an die zweite reflexive Moderne, in der die bisher noch offenen Versprechen der Moderne endgültig eingelöst werden sollen. Im Zeichen der Krisen und der Veränderungen, die ich Ihnen heute
in meinem Vortrag beleuchtet habe, erweisen sich genau diese Versprechen derzeit als nicht haltbar. Und die ihnen zugrunde liegenden Ideale erweisen sich als nicht nachhaltig. Zwar beschleunigt sich die Nachhaltigkeitskrise in allen ihren Dimensionen, aber das zivilgesellschaftliche, gegenkulturelle, basisdemokratische Projekt scheint auffällig kraftlos oder man könnte auch sagen richtungslos. Der Versuch, kollektiv und demokratisch auszuhandeln, wie und in welcher Welt wir zukünftig leben und uns dabei zugunsten von Ökologie und einem guten Leben für alle selbstbestimmt begrenzen wollen, scheint immer weniger aussichtsreich. Und tatsächlich ist wohl nicht nur das Projekt der sozial-ökologischen Transformation strukturell blockiert, sondern die vielfältige Nachhaltigkeitskrise betrifft das Projekt der westlichen Moderne insgesamt. Im Zusammenspiel der pragmatischen Wohlstandsverteidigung, des Marktliberalismus, der digitalen Revolution auch ganz wichtig als Parameter der autokratisch-autoritären Wende und nicht zuletzt auch emanzipatorischer Bewegungen, die sich gegen die eurozentrisch-imperiale Weltsicht alter weißer Männer stemmen, werden das Projekt der sozial-ökologischen Transformation und der westlichen Moderne insgesamt schrittweise, glaube ich, abgelöst. Aus der Perspektive der Werte, denen progressive Bewegungen sich immer schon verpflichtet gefühlt haben, erscheint das natürlich beinahe notwendig als regressiv und als eine höchst pessimistische Aussicht. Aber erstens, da sind wir wieder. Aber erstens habe ich ja eingangs ausdrücklich gesagt, dass es mir nicht primär darum geht, Lösungen anzubieten und Hoffnungen zu machen, sondern Diagnosen zu stellen und, wenn auch nur experimentell, bestimmte Analysepfade zu erkunden, die zwar möglicherweise schwer verdaulich sind, die aber, wie ich glaube, mündigen Bürgern durchaus zumutbar sind und die wir uns auch zumuten müssen. Und zweitens, ist ebenso wie am Ende des Kalten Krieges die Erzählung vom Ende der Geschichte von Francis Fukuyama falsch war, auch heute wieder mit dem Untergang der Menschheit und der Unbewohnbarkeit des Planeten noch nicht zu rechnen. Vielmehr wird aus der Krise der westlichen Moderne und aus dem neuen Ost-West-Konflikt und Systemwettbewerb wohl eine andere Moderne hervorgehen. Ob das dann eine Perspektive ist, die Hoffnung und die Optimismus weckt, steht dahin. Danach wird die Zeitenwende wohl aber auch nicht fragen. Aber ich glaube, es ist an der Zeit, dass wir uns mit dieser Perspektive sehr viel intensiver befassen. Das heißt, dass wir jenseits des oder ins Jenseits des angekündigten Endes der Geschichte, der ökologischen Geschichte, schauen. Ich danke Ihnen. Herr Blödorn, ich bin noch beim tief durchatmen. Uff, ganz schön starker Tobak, deutlich, manches sehr trüb. Auf jeden Fall haben Sie ganz herzlichen Dank erst einmal. Das war ja gewünscht, dass Sie heute mal sehr deutlich sind und das vortragen. Aber wie gesagt, ich bin immer noch am, ja. Ganz herzlichen Dank. Sie haben schon einige Hände gesehen. Den Applaus können Sie nicht hören. Markus, machst du bitte noch ein anderes Bild? Herr Blödorn, es drängen sich so 3-4 größere Fragenblöcke auf. Ich darf mal vielleicht versuchen, was zusammenzukriegen. Sie haben die Nachhaltigkeitskrise ja im Gegensatz zu manchen anderen nicht nur als neoliberale Wirtschaftskrise und Klima-Öko-Krise beschrieben, sondern auch sehr deutlich als politische Krise. Pandemie als ein Wendepunkt bezeichnet, als politische Beginn einer politischen Krise, in der die Kultur zerfiel. Eine Rückkehr zur Normalität sei kaum möglich, weil es wäre dann würde nur die Rückkehr zum Wohlfahrtskapitalismus bedeuten.
mehr Nachhaltigkeit zu erreichen, würde massiv auf Widerstände stoßen. Das habe eben auch die Pandemie gezeigt. Ja, heißt das, wir müssen erst durch diese ganzen Krisen mit allen Folgen durch, mit allen negativen Dingen, um uns da irgendwie wieder rauszubuddeln? Die wollten keine Lösungen sagen, das habe ich schon verstanden. Aber wo geht die Reise hin nach Ihrer Einschätzung? Also rausbuddeln, das ist ja immer so eine Geschichte. Wir haben natürlich die Hoffnung und den Plan, uns rauszubuddeln. Aber tatsächlich läuft die Geschichte meistens anders. Und Ulrich Beck hat immer gesprochen in seinem Buch Die Risikogesellschaft von der Gesellschaft oder von der Dominanz der Nebenwirkungen, dass immer das passiert oder dass unsere Gesellschaften von dem getrieben werden, was sie nicht geplant haben und was nicht abzusehen war. Und in der Tat, sowohl die Covid-Krise als auch die der Krieg jetzt bestätigen das, dass unsere politische Agenda oder die gesellschaftliche Agenda trotz aller Bemühungen, Themen zu setzen und zu steuern, eben doch eben nicht in diesen Richtungen läuft, sondern sich in gewisser Hinsicht selbst bestimmt. Die Nachhaltigkeitskrise, das ist mir in der Tat wichtig, ist eine mehrdimensionale Krise. Und das habe natürlich nicht ich erfunden, sondern das sagen ja sehr viele, dass es sich um eine Vielfachkrise handelt, dass es sich um eine Systemkrise handelt. Das bedeutet, dass es eben gerade nicht nur eine eindimensionale Krise, etwa eine Klimakrise oder im weiteren Sinne eine ökologische Krise ist, sondern dass hier bestimmte Dinge ineinandergreifen. Und ich habe hier zumindest mal diese vier Dimensionen unterschieden, nämlich eben die ökologische, die politische, die ökonomische und die kulturelle. Und ich glaube, in allen vier Dimensionen kann man eben ausbuchstabieren, worin die Krise ist oder worin die Krise besteht. Ökologisch ist klar, sie besteht im Artenverlust, in der Bodenversauerung oder Ozeanversauerung und so weiter. Im Klimawandel. Politisch besteht sie eben in der in der Krise der Demokratie, in der man könnte befürchten, in der Unhaltbarkeit der Demokratie. Es wird sich zeigen. Wir haben lange geglaubt daran, dass Demokratie sich global ausbreiten wird. Wir sind eben seit etwa 10 Jahren in dieser sogenannten autokratisch-autoritären Wende, wo wir sehen, dass das nicht der Fall ist, dass es offensichtlich eine Gegentendenz gibt, die nicht von außen kommt, sondern man könnte sagen, die hat auch, und das ist das Gefährliche, ihren Motor in demokratischen Systemen selbst. Das heißt, demokratische Systeme legen sich aus sich selbst heraus offensichtlich lahm mit der Pluralisierung von Perspektiven, mit der Infragestellung von Grundlagen und so weiter. Im Augenblick gerät das wieder so ein ganz bisschen aus dem Blick, weil wir die Erzählung von einem weltweiten Sieg von Frieden, Demokratie und Freiheit gerade wieder erneuern mit Hilfe des Ukraine-Kriegs. Aber vorher haben wir lange diskutiert in der Sozialwissenschaft und darüber hinaus, dass eben tatsächlich demokratische Systeme, dass liberaldemokratische Systeme mit eingebauten Problemen der Nicht-Nachhaltigkeit, Nicht-Haltbarkeit zu kämpfen haben. Das heißt nicht, dass sie nicht lösbar sind, aber sie sind zumindest mal da und müssen wahrgenommen werden. Und ökonomisch ist klar, unser wachstumsbasiertes, unser konsumbasiertes, unser externalisierungsbasiertes Wirtschaftssystem ist nicht haltbar. Wir wissen das schon lange. Lessenig beschreibt das eben als neben uns die Sinnflut. Ulrich Brandt und Markus Wissen beschreiben das als die Verteidigung der imperialen Lebensweise. Ich oder wir haben es beschrieben als nachhaltige Nicht-Nachhaltigkeit. Das heißt, wir stabilisieren es wieder und wieder, obwohl wir eigentlich schon wissen, und das wissen wir eigentlich seit Erhard Eppler, nicht in den frühen 70er Jahren, als er das Büchlein Ende oder Wende schrieb, oder als die Grünen, Petra Kelly war es damals, gesagt haben, das System ist bankrott. Seither wissen wir das eigentlich, aber versuchen eben immer und immer wieder, es zu stabilisieren und zu verlängern. Und die vierte Dimension ist die kulturelle. Und mit kulturell meine ich eben Verständnisse von Freiheit, Verständnisse von Selbstbestimmung, Verständnisse von einem guten Leben, von Selbstverwirklichung und so weiter. Wir können uns heute ein Leben ohne Streaming, ohne unsere tägliche Unterhaltungs- und Kommunikationselektronik nicht mehr als ein gutes Leben vorstellen.
Aber die Implikationen, die das hat, ökologisch, auch demokratisch, sind eben unhaltbar. Und hier haben wir eine kulturelle Krise, dass die Veränderung von Freiheits- und Selbstverwirklichungsverständnissen, die auch im Zuge emanzipatorischer Bewegungen sich entfalten, sich gewissermaßen selbst unterminieren. Und das ist die vieldimensionale Nachhaltigkeitskrise. Diese Dimensionen werden in der Literatur in aller Regel nicht zusammengefasst und aus verständlichen Gründen. Ich glaube aber, ich meine, ich bin Sozialwissenschaftler und nicht Aktivist, im Herzen auch Aktivist, aber zunächst mal Sozialwissenschaft, dass wir uns dessen Rechenschaft geben müssen. Ja, Herr Brüderum, zum ersten Teil Ihrer Antwort kommt jetzt noch mal eine Frage in die Richtung, braucht es vielleicht gerade besondere Krisen von außen? Jetzt mal ganz brutal gesagt, wie der Krieg jetzt in der Ukraine, man spricht ja von einem zweiten Fukushima-Moment, brauchen wir da vielleicht genau solche Einflüsse, solche Erkenntnisse, solche Krisen von außen, um einen Wandel zu provozieren? Sind so langfristige Entwicklungen, Sie haben von der sozialen Divergenz gesprochen, das Ruinieren des Planeten, brauchen Sie nicht solche Konflikte auch in der demokratischen Logik, um die Brüche zu zeigen, um gesellschaftliche Brüche zu erzeugen, die es möglich machen, da rauszukommen? Erster Teil der Frage, zweiter Teil der Frage, wenn wir das jetzt alles wissen, was Sie vorgetragen haben, wäre Bildung oder ein Teil der Lösung? Ja, was Sie sagen oder was Sie fragen, braucht es Krisen? Das ist in der Umweltliteratur ein Topos, eine versteckte Hoffnung, eine manchmal klar artikulierte Hoffnung, dass erst die totale große Krise ist, die Kraft, die Energie entwickeln wird, dass wir in eine Transformation einsteigen. Auffällig ist, dass diese Hoffnung zurückgeht ganz bis ans Ende, bis an den Anfang der Umweltbewegung. Von Anfang an haben Umweltbewegungen und haben ökologisch motivierte oder mobilisierende von der Rache Gottes gesprochen, von der Rache der Natur gesprochen, von der Sintflut, die über uns hereinbrechen werde, wenn wir nicht und so weiter. Das heißt, dieser Topos der großen Katastrophe, die notwendig sein wird, um einen Wandel herbeizuführen, ist alt und hat noch nie zum Ziel geführt. Es mag sein, dass er irgendwann zum Ziel führt. Man müsste dann aber erklären, warum er jetzt zum Ziel führen soll, wenn er bisher nicht zum Ziel geführt hat. Gleichzeitig muss man natürlich klar sagen, Krisen lösen etwas aus. Und wir erfahren das im Augenblick im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg. Mit Mal haben wir einen Treiber für den Ausstieg aus Öl und Gas, den wir vorher nicht gehabt haben und den wir auch nicht zusammengekriegt hätten. Den wir politisch nur ganz, ganz schwer zusammengekriegt hätten. Was war der Ausstieg aus der Kohle und so weiter? Ein schwieriges politisches Unterfangen. Jetzt werden wir aus sicherheitspolitischen Gründen dazu gezwungen. Und ja, es entfaltet sich hier etwas Positives, gleichzeitig entfaltet sich aber auch etwas Negatives. Atomkraft wird zur grünen Energie, die Kohleverstromung wird verschoben und so weiter und so weiter. Völlig umweltunvertretbares Flüssiggas aus den USA, was ja schließlich alles Frackinggas ist, wird importiert. Das heißt, man kann beim besten Willen nicht sagen, dass das, was sich da jetzt anbahnt, was mit dem Ausstieg, mit dem Abbau der Abhängigkeit von russischem Gas und Öl, dass das jetzt nun etwa ein ökologischer Großfortschritt wäre. Ganz zu schweigen von dem forcierten Ausbau von Windkraft und
und Solarenergie, der natürlich auf Kosten demokratischer Beteiligungsrechte und Beteiligungsverfahren ausgeführt werden muss. Das geht gar nicht anders, weil wir nämlich sonst den erforderlichen Ausbau nicht hinkriegen. Also, dass da Genehmigungsverfahren beschleunigt werden und so weiter, das ist ja erklärte Absicht und nirgends ein Geheimnis. Das bedeutet im Klartext, dass Beteiligungsverfahren abgekürzt und effizienter gemacht werden. Das bedeutet, ja, es braucht Krisen oder sagen wir anders, Krisen sind oder können Katalysatoren für bestimmte Transformationen sein. Ob diese Transformationen dann Transformationen in Richtung einer sozial-ökologischen, eben im Sinne von Begrenzung, Verteilung und so weiter, sind, ist eine ganz zweite Frage. Ich möchte das in diesem Falle bezweifeln. Wir werden sicher einen Ausbau der erneuerbaren Energien bekommen. Ich habe große Zweifel, ob wir einen Abbau der sozialen Ungleichheit bekommen. Hier ist noch eine Frage aufgetaucht, Herr Böhler, und die erste Frage, die ich Ihnen gerade gestellt habe, noch mal verschärft. Und geht noch ein bisschen schärfer in das, was Sie gesagt haben. Brauchen wir nicht vielleicht sogar, die Frage hier, eine Disruption mindestens in einem Bereich, in der Politik, in der Wirtschaft, oder, um eine Transformation anzustoßen, beispielsweise einen politischen Umbruch oder einen massiven Einbruch in bestimmte wirtschaftliche und sonstige Lebensverhältnisse, bevor dann ein Schwenk geschehen kann? Zwei Punkte dazu. Ja. Also Entschuldigung, mehr als das Reparieren der Energiewende, das sage ich jetzt mit meinen überspitzten Worten, ja? Das würde noch nicht ausreichen. Das war die Botschaft dieser Frage. Es ist eine gängige These, dass Systeme, und dazu zählt eben auch unser Wirtschaftssystem beziehungsweise das kapitalistische Gesellschaftsordnung, nicht nur verstanden als ein Wirtschaftssystem, sondern als eine Gesellschaftsordnung, dass sie sich so lange selbst stabilisieren, bis sie sich nicht mehr stabilisieren können. Das heißt, wenn tatsächlich eine Disruption herbeigeführt wird oder eine Disruption geschieht und passiert und dann eine Transformation des Systems notwendigerweise herbeigeführt wird. Das ist sicher richtig. Nur daraus zu schließen, dass die Disruption, also Disruptionen treten ein. Ich meine, wir haben dafür Beispiele. Die Pandemie war in gewisser Hinsicht eine. Der Krieg jetzt hat auch etwas davon. Der Ost-West-Konflikt, der neue, hat davon auch was. Wahrscheinlichkeit von Disruptionen oder aus dem Erscheinen, Auftreten von Disruptionen zu schließen, dass sich damit ein Feld eröffnen würde, das man dann bestellen kann, ist ein Irrtum. Also zweifellos führen Disruptionen zu Transformationen, überhaupt keine Frage. Dass aber diese Transformationen dann etwa gesteuert werden könnten oder geplant werden könnten oder umsetzen würden, was man sich vorher immer schon vorgenommen hat, aber jetzt noch, aber politisch noch nie durchsetzen konnte. Ich denke, das ist ein Irrtum. Da müssen wir uns angucken, wie funktionieren Gesellschaften unabhängig davon, wie wir wollen, dass sie funktionieren und unabhängig davon, was für Ideale wir haben. Und erst wenn wir die Eigenlogiken von Gesellschaften, die eben sehr viel weniger steuerbar sind, als wir das glauben, erkennen, kann man möglicherweise sich ein Bild davon malen, was eigentlich zum Beispiel aus dem neuen Ost-West-Konflikt, aus der Konkurrenz der Systeme zwischen Staatskapitalismus und liberalem Kapitalismus sich ergeben wird. Das wird sicher kein Paradies. Herr Blödorn, darf ich mal in eine andere Gruppe von Fragen kommen, nämlich wie geschieht das eigentlich? Ich fange mal mit einer Frage, die ich wirklich zitiere ein. Wie geschieht das eigentlich? Werden wir aufgesaugt? Also die Frage lautet, der Vortrag hat mich im Kern an Boltanski, Ciapello erinnert und wie Künstlerkritik und Sozialkritik vom kapitalistischen System aufgesaugt wurden. Könnte man sagen, so verhält es sich ähnlich mit dem Öko-Emanzipationsprozess.
partizipatorischen Projekt auch? Fragezeichen, erster Teil der Frage. Zweiter Teil der Frage. Sie haben sehr deutlich gesagt, Begrenzung, Beschränkung, Suffizienz, Wohlstandsreduzierung, absolutes Tabu. Wer ruft das eigentlich aus? Sind das Bürger? Ist das die Gesellschaft? Ist das die Politik? Wo ist die strukturelle Überforderung? Ja, Sie sprachen von der strukturellen Überforderung. Das muss ja dann im System liegen, dieses Problem. Ja, ich muss mir das kurz notieren, damit mein kurzes Gedächtnis das. Das sind ja auch heftige Fragen. Der erste Punkt ist sehr interessant. Wird das öko-emanzipatorische Projekt aufgesaugt? Also erstens das, was Boltanski und Ciapello dargestellt haben, nämlich eben, das kommt auch bei Reckwitz, kommt auch bei Oliver Nachtwey und so weiter immer wieder vor, nämlich, dass die Künstlerkritik gegenüber der Sozialkritik, das heißt die Gesellschaftskritik, die auf Eigenständigkeit, auf Identität, auf Originalität, auf Unvergleichlichkeit, auf Einzigartigkeit, Reckwitz würde sagen, Singularität, dass diese Kritik dominant geworden ist gegenüber der Sozialkritik, die auf Gleichheit, auf Umverteilung und so weiter zielt, ist wohl unstrittig. Und tatsächlich wurde das ist ja das Argument hier, wurde die Kritik, die die sozialen Bewegungen seit den 70er Jahren vorgetragen haben, dafür für den Kapitalismus anschlussfähig, dass es eben immer weniger um das Soziale, um die Gleichheit, um die Umverteilung ging und immer mehr um das Individuelle, um die Selbstverwirklichungsräume, um die Entfaltung der Identität, der Selbstbestimmung und so weiter. Das entspricht dem Geist des Neoliberalismus, deswegen heißt das Buch ja auch eben der neue Geist des Kapitalismus. Das heißt, die sozialen Bewegungen wurden genau durch diese Umpolung anschlussfähig und für den Neoliberalismus ausbeutbar für den Kapitalismus. Die Frage war, wird in ähnlicher Art und Weise das öko-emanzipatorische Projekt auch aufgesaugt? Ich glaube, man kann das insofern sagen, als tatsächlich zunächst mal in den 80er Jahren sehr stark davon ausgegangen worden ist, dass es eine Unvereinbarkeit von Ökonomie, von kapitalistischer Ökonomie und Ökologie gibt. Und dann haben wir im Zuge der 80er Jahre, in den 90er Jahren, immer stärker die Theorie vertreten, nein, die ökologische Modernisierung kann Wachstum weiterbringen, kann Märkte erschließen, kann Arbeitsplätze erschließen, kann grünes Wachstum erschließen. Das geht bis in die Gegenwart zum Green New Deal. Und während das öko-emanzipatorische Projekt so umformuliert worden ist, ist sein Gehalt allerdings umformuliert worden. Gewisse Elemente, ähnlich wie das bei der Sozialkritik und Künstlerkritik war, sind anschlussfähig gemacht worden für den Kapitalismus und andere Elemente sind unter den Tisch gefallen. Wenn wir heute nach Digitalisierung und nach technologischer Innovation und nach Dekarbonisierung rufen, dann ist das eine total technikorientierte und technozentrische Rahmung dessen, was das ökologische Problem ist. Und man kann sich wunderbar eine vollständig dekarbonisierte Gesellschaft vorstellen, die gleichzeitig autoritär ist. Daran sieht man schon, dass hier verschiedene Dinge, dass das öko-emanzipatorische Projekt, von dem ich so etwas vereinheitlichend hier spreche, dass das auseinanderdividiert worden ist in bestimmte Elemente, von denen einige anschlussfähig geworden sind im Kapitalismus und andere unter den Tisch gefallen. Aber ich glaube, es ist mehr als dieses Aufsaugen, was die Fragestellerin gesagt hatte. Denn das wäre ja so die Vorstellung der Kolonisierung des Projektes von außen, der Vereinnahmung des Projektes von außen. Ich glaube, hier ist mehr am Werk. Ich bezeichne das als eine Dialektik, dass nämlich das öko-emanzipatorische Projekt sich selbst zerlegt. Das heißt, nicht nur von außen kolonisiert und vereinnahmt wird, das ist auch der Fall, sondern dass vielmehr im Zuge von sich wandelnden Begriffen von Freiheit und Selbstbestimmung, von immer selbstzentrierteren, und man könnte sagen, in der Literatur nennt man das dann post-foundational, also die immer weniger Letztbegründung,
haben und immer mehr Letztbegründungen, wie zum Beispiel das Konzept der Mündigkeit, in Frage stellen, in dem Maße unterminiert das emanzipatorische Projekt und das öko-emanzipatorische Projekt seine eigenen Grundlagen. Also ich glaube, wir machen es uns zu einfach, wenn wir sagen, es wird aufgesaugt. Ich befürchte, es ist eben ein Mechanismus hier am Werk, der ein bisschen vergleichbar ist mit der Kritik an dem kapitalistischen System, das eben dem eben nachgesagt wird, es beruhe auf Widersprüche, die inhärent Krisentendenzen produzieren. Ich denke, exakt das Gleiche lässt sich sagen für das öko-emanzipatorische Projekt. Das ist auf Widersprüche begründet und diese Widersprüche entfalten sich eigendynamisch und zerlegen das Projekt selbst. Also ich glaube, dass wir das so sehen müssen. Letzter Punkt, Sie hatten gefragt, wer spricht die Begrenzungstabus eigentlich aus? Die Begrenzungstabus sprechen diejenigen aus, die die gesellschaftliche Definitionsmacht von einem guten und gelungenen Leben haben und es verteidigen diejenigen, die darauf einsteigen. Und wir haben hier eine ganz interessante Dualität oder ein ganz interessantes Zusammenspiel, dass wesentliche Teile der Bevölkerung, die diese Formen des Lebens überhaupt gar nicht leben können, sie rabiat verteidigen, als Rechtsextremisten zum Beispiel, obwohl sie sie gar nicht leben können. Das bedeutet, wir haben einen Schulterschluss, das konnte man bei Trump sehr deutlich sehen und das sieht man auch an dem Schulterschluss zwischen der FDP und der AfD, dass gesellschaftliche Eliten bestimmte Glaubenssätze und Ideale artikulieren und vorleben und andere, obwohl sie selbst gar nicht davon profitieren können und in den Genuss kommen, die Wasserträger werden sozusagen für dieses. Also wir haben hier bei dem Wer ist das eigentlich, immer die Gefahr, dass wir sagen, ja, das sind ja die Eliten und die unterdrücken und so weiter, das ist richtig. Es gibt aber, man muss aber den Schritt weitergehen und dieses merkwürdige, diese Diskursallianzen verstehen, in denen demokratisch mehrheitsfähig und unterstützt und legitimiert wird, was eigentlich überhaupt der Mehrheit überhaupt nicht dient. Also ich glaube, dass das ein wichtiger Punkt ist zu diesem Thema. Wer spricht es aus? Genauso wichtig ist die Frage, wer trägt es? Ohne sich dessen bewusst zu sein. Mhm. Notwendig. Mhm. Herr Löger, ich habe noch ein Statement, da würde ich ganz gerne noch das würde ich Ihnen gerne vorlesen und Ihre Meinung dazu hören. Die ist nämlich auch ziemlich, in meinem Empfinden auch ziemlich herb. Und dann noch eine Abschlussfrage. Zunächst nochmal das Statement, ich darf es vorlesen. Ich denke, gesellschaftliche Herleitungen greifen bezüglich der nachhaltigen Nichtnachhaltigkeit zu kurz. Der Mensch ist vermutlich aufgrund seiner evolutionären Entwicklung einfach nicht dafür ausgerichtet, auf das Wohl der Art oder des Planeten zu schauen, bei der Wahl auf einen geringen eigenen Vorteil zu verzichten, um die Art zu retten, wird er sich überwiegend gegen die Allgemeinheit entscheiden. Was meinen Sie dazu? Ja, das ist ja ein Argument, das immer wieder kommt und das man sicher nicht ganz ablehnen kann. Es ist aber doch so, wenn man argumentiert, der Mensch ist nicht dafür gemacht, das und er ist von Natur aus so oder so, dann haben wir hier ein bestimmtes Menschenbild, das wir zugrunde legen und das wir naturalisieren. Wir erklären bestimmte Dinge, zum Beispiel das Recht des Stärkeren oder was weiß ich, als natürlich und ergeben uns dem. Das entspricht eigentlich nicht dem Geist der Aufklärung, der eigentlich das Gegenteil fordert und sagt, es mag so sein, dass bestimmte solche Anlagen da sind, aber der ganze Sinn der Zivilisation ist nicht diesen in Anführungszeichen Naturgewalten und Instinkten sich zu ergeben, sondern eben sich zu zivilisieren. Das bedeutet, die vernunftgemäße und so weiter Kontrolle zu übernehmen. Und auch wenn ich der Fragestellerin
in gewisser Hinsicht zustimme, dass man immer wieder merkt, dass bestimmte Tendenzen sich gerade in Notsituationen durchsetzen, wäre ich doch nicht der Ansicht, dass man sich dem ergeben sollte und solche Naturalisierungen anerkennen sollte, sondern der Kampf dagegen bleibt entscheidend. Und gesellschaftliche Herleitungen, das war der zweite Fuß dieser Frage, sind nicht ausreichend. Da würde ich zustimmen. Also gesellschaftliche Herleitungen und das, was ich ja versucht habe, kann immer nur eine Facette sein eines komplexeren Bildes. Und man kann nicht sagen, so ist es, sondern ich denke, als Wissenschaftlerin muss man versuchen, sagen, so ist möglicherweise ein Element. Und andere Leute aus wissenschaftlicher oder nicht wissenschaftlicher Perspektive setzen zu diesem Kaleidoskop ein anderes Eckchen dazu und da gibt es möglicherweise ein vollständiges Bild. Also ich will um Gottes Willen nicht so verstanden werden, dass ich sage, so ist es und nichts anderes ist richtig und möglich, sondern ich habe einen bestimmten Pfad erkundet und glaube, einige Sachen damit sichtbar machen zu können. Und wenn ich Sie richtig verstanden habe, erst recht nicht, so sind wir Menschen halt. So, ja. Also das würde ich, es mag so sein, dass wir irgendwie sind, aber erstens sind wir doch ziemlich verschieden und zweitens ist also jede Form von Naturalisierung scheint mir sehr suspekt. Ja, gut. So, ich habe jetzt noch eine Schlussfrage und da möchte ich Sie, Herr Blüdern, auch nicht ganz rauslassen. Sie haben ja gesagt, Sie wollen keine Lösungen anbieten, ist ja völlig in Ordnung. Ne? Aber bitteschön, wer räumt denn jetzt doch noch die Stolpersteine weg? Wo sind, Sie haben das die Adressaten genannt, wo sind die Willigen? Wie müsste ein Narrativ aussehen, damit die Willigen trotz all dessen, was Sie beschrieben haben, vielleicht doch noch was, meine Hoffnung jedenfalls, was in Richtung Nachhaltigkeit hinkriegen. Naja, es gibt ja immer wieder, Sie haben das eben schon gesagt, die Brüche und die Erfahrungen, die sich an Brüchen kristallisieren und manifestieren. Und immer wieder ist in der Literatur gesprochen worden von der Koalition der Erschütterten. Nicht? Das hat schon Marx gemacht, als er von den Entfremdeten gesprochen hat. Das teilen wir heute auch unter anderen Vorzeichen. Heute sprechen wir vielleicht, zumindest Nancy Fraser spricht in einem jüngeren Text eben, von den Erschütterten, von denen wir hoffen, dass sie einen gegenhegemonialen Block bilden würden. Diese Hoffnung ist sicher nicht sehr begründet. Fest steht, es gibt soziale Bewegungen. Es gibt soziale Bewegungen, die sich für ein gutes Leben in planetarischen Grenzen und ein gutes Leben für alle einsetzen. Zunehmend gibt es soziale Bewegungen, die sich ebenfalls emanzipatorisch und ebenfalls wahrhaft demokratisch nennen, die aber genau das Gegenteil tun, sich nicht für das gute Leben für alle und auch nicht für ökologische, sozial-ökologische Transformation einsetzen. Also, was ich sagen will, ist, unsere Hoffnung war bisher gewesen, dass die sozialen Bewegungen und dass die Akteure von unten eine neue Politik eben zu den Katalysatoren eines Wandels werden könnten. Wir haben vermehrt eine Zivilgesellschaft und soziale Bewegungen, die ebenfalls für sich in Anspruch nehmen, eben solche Ziele verfolgen, aber eine andere Richtung einschlagen. Das heißt, die Hoffnung wird nicht stärker, aber ganz sicher hört der Kampf zwischen emanzipatorischen Ansprüchen nicht auf. Und wenn man spricht jetzt, sagen wir, mit Blick auf China wieder, auf die Konkurrenz der beiden großen Systeme, können wir auf der einen Seite sicher sehen, dass Logiken oder dass Dynamiken etwa der Digitalisierung wohl unvermeidlich in einen autoritären Staat münden werden. Und wir dürfen wohl sicher davon ausgehen, dass wir es nicht schaffen, uns in Europa dauerhaft
dem, was wir in China bereits als Praxis haben, widersetzen können. Gleichzeitig gibt es aber Gegenbewegungen, die sagen Reclaim Autonomy, und Gegenbewegungen, die sich vor dem digitalen Überwachungskapitalismus, die dagegen mobilisieren und so weiter. Das heißt, die Debatte hört nicht auf. Und der Kampf, die Auseinandersetzung zwischen emanzipatorischen Vorstellungen und Ansprüchen, gehört zu werden und mitbestimmen zu dürfen und so weiter, sind vorhanden. Danke, Herr Professor Bühnern. Haben wir eigentlich noch kräftig viel zu diskutieren. Botschaft habe ich jetzt für Sie verstanden, ein bisschen Hoffnung doch in den sozialen Bewegungen. Der Kampf hört nicht auf, ja, da machen wir weiter. Sie haben ja vorhin schon gesagt, Sie sind auch Aktivist, also da machen Sie auch mit und wir machen auch mit. Nein, jetzt ohne Scherz, ja, es sind die gesellschaftlichen Bewegungen und ein Teil. Es liegt in den Brüchen, dort werden die dann auch, müssen die dann stärker werden und zeigen sich. Ja, hab ich verstanden. Ganz herzlichen Dank, dass Sie uns das heute doch so deutlich und überdeutlich gesagt haben und erklärt haben. Ich gehe mal, also wir sehen hier schon etliche Beifallshände und so. Ich gehe mal davon aus, dass Ihre Aussagen, Ihre Thesen uns in den nächsten Wochen und so kräftig beschäftigen werden. Da müssen wir, glaube ich, auch noch mal tiefer ran. Also ganz herzlichen Dank nochmal, Professor Bühnern, fürs Erste. Oh ja, jetzt überall jetzt. Ganz herzlichen Dank für die Klarheit und die Deutlichkeit an dieser Stelle. Gestatten Sie noch, dass ich habe noch 2 Minuten oder sowas. Oh nee, 3 Minuten schon drüber. Ja, kriegen wir hin. Noch ganz schnell, meine Damen und Herren, Sie zu den nächsten Themen kurz einladen. Dann können wir diese Thesen ja auch immer wieder vertiefen. Also am 7. April wird der IG Metall-Gewerkschafter Klaus Mertens von den Transformateuren die Frage nach der sozialen Frage bei der großen Transformation stellen und zu beantworten versuchen. Am 26. April kommt dann die internationale Wirtschaftsaspekte dazu. Die Volkswirtin an der LMU, Frau Professor Karin Pittel, wird sprechen, justament, Herr Bühner hat es ja erwähnt, BBGU-Gutachten für gesellschaftlichen große Transformation, Gesellschaftsvertrag für eine große Transformation. Also Frau Professor Pittel ist ebenfalls Mitglied im BBGU der Bundesregierung und ihren Teil dazu beitragen und auch die internationalen Teile. Am 5. Mai, auch nochmal so ein Thema, was Herr Bühner heute angesprochen hat, wird es um Konsum gehen. Warum wir kaufen, was wir kaufen, auch wenn wir es gar nicht brauchen. Der Autor Carl Tillerson wird vortragen auf Einladung von der Münchner Initiative Nachhaltigkeit zusammen mit uns. Also geht es gleich in Konsumverhalten rein. Und zwar nicht das Individuelle, das werden Sie in dem Vortrag gut verstehen. Und dann bereiten wir im Mai, Herr Bühner hat es auch erwähnt, einen Vortrag mit dem Vorsitzenden des Deutschen Kulturrats vor über die Rolle der Kultur bei der großen Transformation. Völlig vernachlässigt, aber wesentliches Element. Gut, und last but not least hat der Publizist Ulrich Grober zugesagt für den 2. Juni. Der Titel der Veranstaltung lautet Entdeckung der Nachhaltigkeit uralt bis hochaktuell. Dort würden Sie einen Schnellritt bekommen von der vorchristlichen Zeit über Seneca, nicht zuletzt natürlich Carlo Carlowitz, über Goethe bis zu John Lennon. Und bis justament zum 2. Juni 2022. Denn für diesen Tag haben die Vereinten Nationen zu einem High-Level-Meeting Stockholm plus 50 geladen, zur dringlichen Beschleunigung von Maßnahmen zur Rettung des Planeten und zur Umsetzung der SDGs, der Nachhaltigkeitsziele, just exakt 50 Jahre nach den Grenzen des Wachstums des Club of Rome 1972. Jo, ein Riesenprogramm, hochinteressant und sehr breit.
Sie, meine Damen und Herren, sind herzlich eingeladen. Wir danken nochmal Herrn Professor Blühdorn ganz herzlich für seine deutlichen Worte. Und ich wünsche Ihnen gute Nacherkenntnisse, einen schönen Abend. Alles Gute. Wir sehen uns.